Ja, Mahlzeit oder einen schönen guten Tag. Heute gucken wir uns die 75331 an, die UCS Razor Crest. Das Video möchte ich möglichst kurz halten, da es ja schon einige andere Reviews gibt und euch so nochmal einen kurzen Überblick verschaffen. Legen wir los mit den üblichen Daten. Das Set ist im Jahr 2022 erschienen. 6187 Teile sind dabei und laut Brickmerch eine aktuelle UVP von 599,99 €. Ganz schön stattlicher Preis. Mal gucken, ob wir das woanders noch ein bisschen günstiger bekommen. Sonst war das Set noch bei Smith Toys verfügbar. Seit ein bis zwei Monaten gibt es das weder online noch bei mir im lokalen Smith Toys. Keine Ahnung, wo das Set hin ist. Auf jeden Fall hat das sonst immer 470 € gekostet. Hoffentlich kommt das wieder, weil einen besseren Preis habe ich aktuell nirgends gefunden. Nur bei Pro Shop für 525 € ist der aktuell günstigste Preis. Ganz schön stattlich. Und wenn wir bei stattlich sind, sind wir bei den Minifiguren hier auch gleich richtig. Die kommen hier auf diesem schwarzen Ständer. Normalerweise wäre hier diese übliche UCS-Plakette drauf. Halt Aufkleber, aber auf die habe ich in diesem Fall verzichtet. Dann haben wir hier den Kriil, den Mythrol, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, Grogu und Mando. Grogu gibt es in einigen anderen Sets auch, die anderen drei Figuren sind exklusiv. Gucken wir uns die mal etwas genauer an. Wir haben dann hier einmal Mando bzw. Din Djarin mit einem Umhang, ein Zweitgesicht ist nicht dabei, aber dafür coole Armbedruckungen und die Figur kostet ca. 45 bis 50 Euro. Ganz schön krasse Nummer. Außerdem dabei ist Din Djarins Helm, den kennen wir, das ist der übliche Helm. Und dazu gibt es dann hier noch ein kleines Päckchen mit den üblichen Visieren und so weiter drin. Unseren Grogu haben wir hier in diesem kleinen, ja, schwebenden Kinderwagen, würde ich mal sagen. Und der kostet ca. 3 €, ist eindeutig die entspannteste Figur. Denn dieser Mythrol, ich finde den blauen Kopf ziemlich cool, aber ansonsten ist die Figur relativ langweilig, weil keine weiteren Prints weder an Armen noch an Beinen mit dabei sind, nur auf dem Torso. Und der kostet ca. 40 €. Ansonsten hier auf diesem Dino, würde ich mal sagen, reitend, nein, er hat natürlich seinen Namen, ich blende es euch ein, ist der gute Kriel. Ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Figur mit einem schönen Kopfmold, aber auch keinen herausragenden Prinz, denn auf dem Rücken hat er hier nur dieses gebaute Backpack, wie wir es halt von vielen anderen auch kennen. Die Figur kostet ebenfalls 45 bis 50 Euro. Als nächstes kommen wir auf den Karton und auf die Anleitungen zu sprechen. Dazu machen wir uns erstmal ein bisschen Platz. Die Razor Crest kommt hier erstmal in den Hintergrund. Und ja, das reicht immer noch kaum, weil es ist halt echt mächtig viel dabei. Wir haben unter anderem erstmal 3 von diesen Anleitungen mit dabei. Und die Anleitungen sind alle in diesem Gelb gehalten. Ich weiß nicht, warum Lego das gemacht hat. Also ich finde es, um ehrlich zu sein, nicht schön. Ansonsten ganz normale Lego-Anleitung. Sehr simpel. Natürlich sind die bunten Teile mit dabei. Was will man machen? Darauf komme ich später nochmal ganz kurz zu sprechen. Und hier natürlich halt auch die Sticker. Also die üblichen Lego-Sachen sind mit dabei und ansonsten muss ich natürlich aber auch noch lobend erwähnen, dass ich es sehr schön finde, dass Lego inzwischen viele Anleitungen in solche Pappverpackungen packt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dadurch sind die halt nochmal ein bisschen besser geschützt, logischerweise. Und damit zum Karton. Ist halt ein üblicher UCS-Karton. Wir haben hier vorne einmal die Razor Crest drauf. Ringsherum ist es schwarz. Und auf der Rückseite sehen wir dann die ein oder andere Szene aus der Serie. Nochmal die Razor Crest hier abgebildet. Und damit wäre es das dann halt auch schon, was den äußeren Karton angeht. Klar, hier oben drauf haben wir dann halt noch die Minifiguren abgebildet. Aber ansonsten sehr, sehr schlicht gehalten. Wenn wir den Karton dann aber öffnen,
finde ich es mega cool, was Lego hier auf die Kartons innen drin geprintet hat. Sieht halt einfach verdammt gut aus. So. Da haben wir den ersten Karton Grogu und Mando hier im Cockpit der Razor Crest. Sehr, sehr schönes Bild. Hier auch nochmal schönes Artwork auf der anderen Seite mit den beiden. Gefällt mir richtig gut. Und damit zum zweiten Karton. Da haben wir hier dann nochmal die Razor Crest. Auch ein sehr, sehr schönes Bild. Also das gefällt mir richtig gut. Bitte so beibehalten, Lego. Hier auch nochmal mit Mando. Also in der Hinsicht echt cooles Design. Gefällt mir richtig gut. Damit dann zur Razor Crest an sich und guckt sie euch an. Es ist echt massiv, das Ding. Und es wiegt auch ordentlich was. Also das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Brummer. Und damit dann halt erstmal zur Bauzeit und zum Bauspaß. Bauzeit lag bei mir bei ungefähr bei 9 Stunden plus minus ein bisschen. Und der Bauspaß war phänomenal. War richtig dolle gut, hat sich super bauen lassen, schön stabile Konstruktion. Man kann es halt auch sehr, sehr gut anheben, also wenn man das mal vergleicht mit anderen UCS-Sets. Richtig tolle Sache, das gefällt mir sehr, sehr gut. Zu den Maßen, in der Länge von den Kanonen bis ganz nach hinten 70 cm, breit ungefähr 50 cm und hoch ca. 24 cm. Wie gesagt, ordentlicher Klopper. Und was haben wir für Funktionen? Wir haben an den Seiten hier, wenn ich es denn aufbekomme, so ein paar Luken, ein paar Landeklappen. Da können wir dann das halt auch darstellen, dass da jemand rauskommt. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Auf jeden Fall cool, ganz normal. Und hier hinten dann auch eine weitere Klappe, die sich dann noch einmal ein bisschen schwerer öffnen lässt, weil dort solche Technikelemente verbaut sind. Ich weiß nicht, wie man sie genau nennt. Auf jeden Fall könnt ihr sie hier sehen, die schwarz-grauen Dinger. Dadurch ziehen sich halt die grauen Stäbe in die schwarzen rein, was das halt dann ein bisschen erschwert. Und dann haben wir hier halt auch noch eine Landeklappe, eine Möglichkeit, um in das Raumschiff rein und raus zu kommen. Schließen wir das Ganze wieder und das Interessante spielt sich dann halt im Inneren ab. Denn man kann fast alles hier oben abnehmen. Wir beginnen mal mit dem Cockpit, ist hier halt dargestellt durch ein paar Trans-Clear-Elemente, Bausteine, die bedruckt sind. Man kann das hier auch öffnen in der Mitte, weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht. Auf jeden Fall Konstruktion, ganz normal. Man sieht schon ein paar rote Steine, aber das ist noch gar nichts. Und damit dann halt hier zum Inneren des Cockpits. Ich finde, es ist cool dargestellt. Mir gefällt es. Viele bedruckte Teile, klar, wiederholen sie sich immer wieder. Aber es sieht schon sehr, sehr cool aus, indem hier so viele bedienbare Elemente sind. Des Weiteren haben wir hier drin eine Tür, die sich öffnen lässt. Also nochmal von etwas näher. Hier lässt sich die Tür öffnen und hier hinten. Irgendwas hat es damit doch auf sich, aber mir fällt es gerade nicht ein mit diesem weiß-blauen hier. Jedenfalls, ups, da ist was abgegangen, so viel zur Stabilität. Aber das lässt sich doch hier fix wieder dran machen. So viel zum Cockpit. Hier oben haben wir dann nochmal eine kleine Verstaumöglichkeit, wie wir es halt auch von der kleineren Razor Crest kennen. Da passt dann halt eine Minifigur rein, Grogu, Din Djarin, und das Ganze hier können wir dann halt abnehmen. Also wirklich die komplette Triebwerkfraktion hier können wir abnehmen und das ist halt echt massiv gebaut. So sieht es dann halt aus. Man kann das Ganze hier halt auch noch so ein bisschen verstellen. Also ja, man fliegt los und dann öffnet sich das Ganze hier, wie man es halt von Star Wars kennt. Aber alles beim Alten. Ansonsten hier hinten kann man das auch abnehmen. Das, die große Verkleidung hier. Und damit bekommen wir dann halt auch einen echt guten Einblick so ins Innere. Wir haben hier nämlich
Boba Fetts Rüstung. Man kennt es halt aus der Serie. Und einen Waffenschrank, den ich hier mal fix öffne. Das ist halt wirklich auch vollgestopft mit Waffen. Da kann man es halbwegs sehen. Ist natürlich hier jetzt schwierig zu zeigen, aber halt schon ein bisschen gestaltet, der Innenraum. Wenn ich das Ganze drehe, nicht runterfallen, dann haben wir hier auch noch die in Carbonit eingefrorenen Figuren, was natürlich jetzt auch wieder auseinanderfällt. So muss das sein. Jedenfalls wäre hier halt auch mit einem Sticker gelöst. Und von daher ist es halt leider relativ langweilig. Da sind auf jeden Fall ein paar Sachen dabei. Und nachdem ich jetzt hier fast das ganze Raumschiff zerlegt habe, kommen wir zum Fazit. So, wie schon erwähnt, ich habe probiert, das Video möglichst kurz zu halten. Und im Innenraum war es jetzt halt auch ein bisschen schwer zu zeigen. Deswegen probiere ich mal noch ein paar Bilder jetzt einzublenden, die das Ganze ein bisschen besser zeigen. Auf jeden Fall gefällt mir persönlich das Set richtig gut. Ich hatte Spaß beim Aufbauen. Ich finde, es sieht super aus. Und ja, man muss es natürlich erwähnen, aber ich reite da jetzt nicht ewig lange drauf rum. Es sind die üblichen Lego-Probleme. Angefangen mit einem viel zu hohen Preis, mit einer leider mangelhaften Teilequalität, denn wie in meinem letzten Short-Video gezeigt, sind manche Teile halt auch ein bisschen verfärbt. Dort habe ich ein Beispiel genannt, das besonders auffällt. Und natürlich haben wir innen drin halt auch ganz viel bunte Farbe, was jetzt für mich nicht ganz so cool ist. Klar, Aufkleber könnten auch schöner gelöst sein, aber das ist halt wirklich das Übliche. Deswegen muss ich halt wirklich sagen, ja, das sind große Punkte, aber davon abgesehen, mir gefällt das Set ziemlich gut. Die Figurenauswahl, ja klar, man hätte auch noch einen IG-Droiden mit dazu packen können und die ganze Crew somit, ja, aber trotzdem coole Figuren mit dabei. Ich freue mich, dass die rausgekommen sind. Außerdem gefällt mir auch, dass das Set stabil gebaut ist. Man kann es gut transportieren. Klar, an manchen Stellen fällt hier und da mal ein Teil ab, aber darauf braucht man jetzt nicht rumreiten. Also im Großen und Ganzen, finde ich, hat Lego damit eine gute Sache gemacht. Also mir gefällt das Set. Deswegen schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Set haltet. Ich wünsche noch einen schönen Tag und ciao!